Alles klar. Ist hier nicht irgendwo ein Schrein oder so? Das ist schon irgendwie ein bisschen bestimmt, aber. Das wäre auch schön, wenn man da hinkommt. Ja, jetzt. Ja. So, ich will mich mal ein bisschen umgucken. Nicht, dass hier irgendwie was im Wasser ist. Ich weiß doch gar nicht, ob ich das dadurch sehen kann. Wie die Bodenstruktur. Achso, das ist von dem Stein, der da runtergefallen ist. Okay. Aber trotzdem interessant. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die Musik ändert sich jetzt sehr geil. Achso, und hier muss man natürlich aufpassen. Genau, die Musik. Ist halt das Orni-Theme, aber in geil. Nein, ich finde, das ist ja generell geil, aber ich finde es schon cool, dass sie das so ein bisschen abgespaced gemacht haben. Weil es erinnert mich so ein bisschen an die Musik aus Twilight Princess, ja auch immer mit einer Theme so in die Richtung. Aber halt immer so ein bisschen. Auch in Majora's Mask haben die das ja auch gemacht. So. Je nach Gebiet hört das sich anders an und das hört sich hier so schön. So verlassen an, ne? Also mich erinnert das halt wirklich so vom Song her an. An Twilight Princess irgendwie. Wir hören das nicht, weil du die ganze Zeit am Labern bist. Ja, ist ja gut. So, Moment. Deswegen finde ich auch ein bisschen schade, wenn man hier halt nicht das Gebiet Feuerfehl erkundet, was sich aber auch anders nicht. Es lohnt sich aber auch nicht, Feuerfehl zu erkunden. Weil das meiste sowieso erst kommt. Ja. Ach so, auch eine interessante Sache. Das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Man kann das hier machen. Genau, man kann Eis mitnehmen. Sehr, sehr cool. Schmilzt aber halt auch, wenn man in wärmeren Gebieten ist. Aber ja. Oh, ist noch eine Kiste. Oh, das. War der das? Ist ja immer eigentlich ein Schrein in der Nähe von einem Stall. Ja, ich weiß, es ist kein Stall mehr, aber trotzdem. War ja schon früher und ist heute auch so. So, und dann wären wir auch direkt im Dorf. Bin mal gespannt. Hätte Link eigentlich ja auch ein bisschen Zeug mitnehmen können, ne? Eigentlich. Hatte ich ein Bild von, aber noch nicht mitgenommen. Auch cool. Ja, wir gucken uns mal ein bisschen um, ne? Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Wie gesagt, die Musik finde ich schon geil. Haben die cool gemacht. Muss man ja auch mal sagen, ne? Man muss ja nicht immer nur meckern. Besonders bei mir ja oft gesagt wird, ich meckere ja nur im Leben. Finde ich gar nicht. Aber naja. Wenn Leute das sagen, dann wird es ja wohl stimmen. Zwei Hände. Der macht einfach voll wenig Damage. Ach, wir sind über dem Ding. Hey!
Irgendwie fühlt sich die Anzeige hier irgendwie nicht so geil an wie in den anderen Teilen, ne? Aber das weiß ich schon. Das war's? Na gut. Alles klar. So, können wir bei dir beten? Weil ich habe ein paar Orbs. Segenlichter erhalten. 4 Segenlichter. Ich möchte bitte Ausdauer haben. Ja. Herz ist mir so egal. Für den Anfang jedenfalls. Nur geil, dass Link einfach nur eine andere Hose anhat und hier ist alles zugeschneit und friert einfach nicht. Mit deiner maximalen Ausdauer und stellst du einen Teil deiner Ausdauer wieder. Ja, ja. Zack. Danke. Na, ihr's? Was gibt's? Kipps! Wir proben für das Lied. Das Lied der Himmelsarche genannt. Wir singen alle, um damit das Dorf von Kataklysmus zu retten. Willst du mal hören? Ja, mach doch mal. Es freut sehr, wenn jemand zuhört, deswegen werden wir es ganz besonders toll singen. Das sind übrigens die Vögel, die, also die kleinen Vögel, die wir beim ersten Teil retten mussten oder helfen mussten. Die sind größer. Also die haben die älter gemacht. Das finde ich auch sehr cool. Alle bereit? Dann los singen. Alten Zeit, vergesst von allen, kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Zusammen mit diesen Himmelskinder erschlafften den Hebra alle Winde. Mit dem Wind starb auch das Land, dies wurde Kataklysmus genannt. Also gab es damals auch einen Kataklysmus. Des Gottes Sehen nach Himmelshöhe ließ alle vergessen ihr eigenes Weh. Mit vereinten Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dieses Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Ja. Das Lied handelt von der Arche, die das Ornidorf vor ganz langer Zeit gerettet hat, verstehst du? Damals hat auch was Schlimmes passiert. Was genau wie jetzt? Die Himmelsarche, hm? Gibt's die wohl wirklich? Was wäre was von toll? Klar gibt's die wirklich. Papa hat mir erzählt, dass vom Himmel aus immer über uns wacht. Im Moment können wir wegen des Schneesturms echt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Die meisten von den Erwachsenen sind außerhalb des Dorfs unterwegs, also müssen wir Kinder uns in der Zwischenzeit um alles hier kümmern. Darum müssen wir jetzt auch langsam mit Proben aufhören und wieder an die Arbeit machen. Los, Genli, du bist fürs Essen verantwortlich. Ja gut. Ist einfach nur ein bisschen Smalltalk. Gut, die geht jetzt Essen machen. Ist hier der Haya-Platz? Mit dem Croissant? Jemini. Oh nein, ich bin so eine Niete. Okay. Nee, ich will nichts kaufen. Ich will nur gucken. Kein Bett. Wollte einfach nur Hallo sagen, damit ich deinen Namen einmal abgespeichert. Da vorne ist auch ein Schrein. Sehr schön, dann haben wir auch wieder ein paar. Junge, was leuchtet das? Ist der Laden, ne? Gutes Essen ist das A und O für Gesundheit und Moral. Ich glaube, an die Worte rum lerne ich auch leckere Sachen aus dem Kochbuch zu bereiten. Im Moment versuche ich mich gerade an einer Fischpastete mit frischen Ausdauerbarsch. Ein tolles Rezept, mit dem ich alle im Dorf einen Mut anstoßen möchte. Aber leider kann ich wegen dieses Schneesturms das Dorf nicht verlassen, um Ausdauerbarsche fangen zu können. Die anderen Zutaten habe ich aber schon. Tabanterweizen, Ziegenbutter und Steinsalz. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Ausdauerbarsch, wenn ich doch nur irgendwie rankommen könnte. Hab ich auch nicht, ne? Okay. Und du? So. Ich möchte bitte einmal dein ganzes Öl. Warum kaufe ich das Öl? Nicht zum Essen machen, sondern es kann immer sein, dass irgendeine Quest sagt, so, du brauchst das und das. Und dann ist das immer ganz gut, dann ein bisschen vorbereitet zu sein. Deswegen nehme ich gerne solche Sachen immer mit. Ja. Krog? Ja. Ich liebe es. Und Rinder. Haben wir auch wieder 4.
Geht echt flott. So, was haben wir hier für ein Schrein? Ritt auf dem Wind. Okay. Endlich mal wieder ein bisschen Rätsel. Mal gucken wegen den. Wegen der Kiste. Darf man nicht vergessen. Okay. Ich glaube, wenn man einmal von den Dingern getroffen wird, dann stirbt man instant. Also fällt man runter. Weil Link dann Schaden kriegt und dann sagt er, oh nein. Das ist nicht wahr. Irgendwie sowas. Ich gucke gerade nur, wo die Kiste ist, ne? Also nicht wundern. Nicht, dass ich die irgendwie verpasst. Ich glaube, den Schrein hatte ich auch schon gemacht. Aber, ne, sicher ist sicher. Sicher ist immer sicher. So. Ist nur manchmal richtig blöd versteckt. Ah, da ist er schon. Manchmal sind ja auch zwei drin. Ah, muss man auch mal gucken. Ei. Den kannst du rausschmeißen. Ich guck mal kurz. Ja. Da kommt ja immer so ein Truhensymbol an der Seite. Oh, was haben wir denn hier? Alter Holzbogen. Von dir schon ein Bild? Ja. Hey! Wo ist mein Kram? Ist nach oben geflogen. Und da wären wir auch schon. Easy! Ja. Also ich mag mehr diese Rätselsachen. Also es gibt noch coolere Schreine und so, wo man auch so ein bisschen, ja nicht rätseln muss, aber wo man so ein bisschen gucken muss, woran man ist. Ja, mag ich halt zwischendurch ein bisschen mehr. Ja. Ich lese gerade kurz was, Moment. Okay. Keine Ahnung. Ja. Naja. So ist das halt. Ach ja, Leute, ach ja. So. Oh. Bist von da oben runtergesprungen, ne? Muss ja auch mal erstmal überlegen, wo ich nochmal bin. So. Hier ist niemand. Einmal die Holzkelle klauen. Quietschen hier so Vögelchen rum. Oh, cool. Oh, Fackel hatte ich auch noch nicht. Irgendwie eine Fackel. Es gibt eine Stelle im Spiel, da finde ich das unglaublich geil mit der Fackel, aber sonst benutze ich die eigentlich auch nie. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch irgendwie was Wichtiges gab.
Weil ich meine, irgendwie in Erinnerung zu haben, dass das irgendwie hier später nur hieß, ja, keine Ahnung. Immer waren, weil die haben ja gesagt, die sind außerhalb des Dorfes, die ganzen Erwachsenen, aber ich würde halt trotzdem nochmal gucken wollen. Ich will was klauen. Schon so ein Mistkerl, ne? Hey, ein Opal einfach da drin, geil. Was soll das? War zu niedrig, ist mir jetzt auch egal, komm. Lassen wir. Dann gönnen wir denen die Sachen einfach. Die haben ja sowieso nicht mehr viel. Ach, guck mal, da vorne sind die ja. Schön. Oh! Festgefroren. Meine Pfeile! Ah, Moment mal bitte. Die gehören mir. Die sind Pfeile ausgegangen und du brauchst dringend neue? Da könnte ich dir welche geben, aber ich höre mal vorher gut zu. Mein Papa hat mir erzählt, dass man mit den Eisfrüchten Monster einfrieren kann. Ist mir eine grandiose Idee gekommen, aber in diesen Schneesturm kann ich keine Eisfrucht holen, Ken. Und so Kutes ist mir schon lange nicht mehr eingefallen, aber ohne Eisfrucht kann ich es nicht ausprobieren. Ich bin mir nicht mal sicher, aber ich habe irgendwas. Ich meine, die sagen immer K anstatt G irgendwie trendmäßig. Weil ich weiß, bei den Zoras, da haben die irgendwie Probleme, irgendwann S zu sagen, sagen immer Z. Und, ich glaube, hier war auch irgendwas. Ja, ich habe eigentlich eine Eisfrucht. Ich muss gar nicht so komisch gucken. Oha, was weht mir denn da für ein eisiger Hauch aus deiner Tasche entgegen? Was willst du mit meiner Tasche? Sag bloß, ist das etwas, sieht schleimig und kalt aus. Ist das weiße Schleimgelee von diesen weißen Monstern aus dem Einfried, wenn man es anfasst? Das hilft mir bestimmt auch weiter. Ah, aber ich weiß ja gar nicht, ob du es mir überhaupt gibst. Hm, gibst du es mir? Hier bitte. Oh, ich freue mich so, danke. Meine größte Idee ist nämlich so, als wäre ein Pfeil zu befestigen. Monster aus der Ferne an. Ja, gut, das ist halt einfach nur Hilfe. Andere Leute haben einen Pfeil befestigen, das kann. Genau, das ist einfach nur. Und nochmal 10. Alles klar, ja. Papa macht gut Bogen, keine Ahnung. Ja, ist halt einfach nur ein bisschen lore-technisch, ne? So, bevor wir zu denen gehen, gehen wir nochmal hier hoch. Der Klamottenladen ist auch nicht da, ne? Jetzt schade. So, und jetzt gehen wir zur Theba. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Ich mag den nicht. Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Rumglucken. Du bist doch... Tatsache! Link! Ich erinnere der Charakter irgendwie... Also Tulin, junger Ornikrieger. Mich erinnert der irgendwie total an so eine Figur aus irgendeiner Kinderserie auf Kika. So aus den Anfang 2000ern, keine Ahnung. So, und damit Heba. Link, es hieß... Du seist verschollen. Schön, dass du wohl auf bist. Ich finde übrigens cool, Theba hat immer noch oder beziehungsweise jetzt hat Theba den Bogen von Ravioli. Ja, ich weiß, er ist Revali, aber ich sag's halt gern. Der hat den Bogen von dem. Das sieht man auch wegen der, weil er ist jetzt halt der neue Recke sozusagen, ne? Und ja. Er hat halt den Bogen. Von dem, mit dem blauen Gewand da. So ein bisschen eingedingst. Theba, neuer Häuptling der Orni. Ich frag mich, was mit dem Alten passiert ist, ob wir den nochmal sehen. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Kennst du noch meinen Sohn Tulin? Er kann zwar aufblühen, wenn er groß, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Ich weiß nicht, ob Tulin in BOTW war. Ich weiß aber, Tulin war in Age of Calamity, also in, Schlacht der Verheerung? Zeit der Verheerung? Zeit der Verheerung, ne? Den Hyrule Warriors-Style. Hey, ich hab doch, euch doch schon gesagt, ihr sollt mich nicht so behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du kannst allein die ganze Welt entgegentreten, bist und bleibst du ein kleines Küken.
Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flügel, jawohl. Ihr werdet noch alle Augen machen. Der Kundschaftsausflug heute etwa, da wird mir total problemlos gelingen. Ihr könnt weiter so tun, als wäre mein Lied vom Himmelsarche etwas dran, aber ich glaube an so ein Blödsinn nicht. Und weg ist er. Blödsinn? Pass auf, was du... Du liebe Zeit. Thulin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt einfach nicht nach. Und das mit dem Lied? Das Lied, das er meinte, ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf auch nicht sagt. Also vor langer Zeit, als ein Kataklysmus das Dorf bedrohte, war ein großes fliegendes Schiff, das uns rettete. So zumindest erzählt das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt. Heute ist es ein Kinderlied, die wenigsten Erwachsenen sehen es als tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche in der letzten Zeit eine Art fliegendes Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man einem Schneesturm und diese Wolke wohl eindeutig einen Kataklysmus nennen kann. Also, wer weiß, vielleicht ist das mit dem Liedchen ja doch etwas dran. Und sei das Lied von der Himmelsarche auch nur Kindergesang, irgendwas geht da oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wie Orni bis so weit in den Himmel vordringen können. Da will ich klug und besonnen agieren und sorgfältige Vorbereitungen treffen, aber Thulin, nun ja. Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie das Lied verspricht. Aber ich will nicht weiter mit unseren Sorgen beheiligen. Sag, weswegen bist du hier? Ja, also irgendwas, keine Ahnung, macht. Was, so etwas hat sich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen? Es fing, als hingegen Prinzessin Zelda verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Orni würde sich aufrichtig gerne an der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist derzeit nicht möglich. Dieser eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm unter die Lupe oder suchen allenthalben nach Essen. Und seit mein Mann Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch schwer verlassen. Ach, könnte ich nur etwas tun. Ah, vielleicht gibt es ja jemanden, der dir helfen kann. Mehr helfen kann als ich. Ich überlese jedes Wort irgendwie, ne? Frag doch mal Hertis. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja schon etwas vom Prinzessin Zelda gehört. Sieh du die zwei Lichtfeuer dort drüben brennen? Ja. Tatsache. Dort findet sich eine Hütte, in der sich aufhält. Schau doch mal da vorbei. Thulin aus dem Dorf der Orni. So. Bevor wir da hingehen, genau, wir haben jetzt Thulin und eigentlich müssten wir auch Theba haben und die Frau. So, achso, das hatten wir schon markiert gehabt. Die Arche, ne? So. Interessante Sache auf jeden Fall. Weil, ich habe so eine Theorie, die habe ich auch tatsächlich noch nirgendwo so gehört. Also mag stimmen, mag nicht stimmen, ne? Genau, also es geht ja anscheinend um die Arche und so, und ohne vorne wegzunehmen, Zelda, es ist immer was an irgendwelchen Gerüchten dran oder in anderer Form. Ich habe irgendwie die Vermutung, dadurch, dass die Orni nur ein Windraker sind und sonst in keiner anderen Zeitlinie, habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieser Kataklysmus halt, der ist ja wahrscheinlich dort damals gewesen halt, wo, ohne jetzt zu viel zu verraten, wo damals Ganon halt schon war. Und das ist ja lange vor dem Spiel oder auch vor allen anderen Spielen theoretisch. Und es sein könnte, dass halt dort die Ornis halt, also genau, der Kataklysmus war, dadurch ist halt überall Schnee gewesen. Die sind halt los mit der Arche, die kam, die hat die gerettet. Ne? Die sind halt auf Schiff. Also die Arche ist ja wahrscheinlich auch irgendwelches Sonau, ne, Material. Die sind weggeflogen und in der Zeit ist hier alles voll Schnee gegangen. Alles voll. Ne? Und wir kennen aus Zelda generell Schneegebiete. Twilight Princess sage ich nur. Aus Ocarina of Time, nein. Nur hinter den Sora und das war eigentlich eher hier und eigentlich auch bei ne? Eigentlich auch so. Aber theoretisch, im Prinzip, was wäre denn, wenn im Prinzip dieser Kataklysmus damals war, die weggeflogen sind, das immer weiter vereist ist. Es blieb vereist für viele Jahrtausende so. Und die erst vor BOTW wieder zurückgekommen sind, so in dieser Zeit. Oder halt auch so eine Mischung halt mit wie mit den Zora. Die gibt es ja nicht mehr in bestimmten, ich weiß gar nicht mehr, in der Downfall-Timeline. So.
Und das kann ja auch sein, die sind ja auch woanders weggegangen. Man sieht hier in Oracle of Seasons and Ages, da sieht man auch Lord Jabu Jabu. Also, dass die wahrscheinlich dann auch weggegangen sind. Es keine Zoras mehr gab im Prinzip in dieser Zeitlinie. Die Ornis genauso. Die gab es halt nirgendwo mehr. Die sind halt später, sind nur welche entstanden. So. Und genau das ist halt mit denen auch passiert. Und die sind dann halt wieder zurückgekommen. Und seitdem sind die dann wieder hier. So. Und haben sich halt hier eingenistet. Kann ja sein. Also das würde auf jeden Fall lore-technisch damit zusammenpassen. Theoretisch. Ja. Ich finde es auf jeden Fall interessant, sag ich mal so. Aber ich mag das generell. Also diese Zelda-Sachen, das finde ich... Für mich ist das so ein Herzensding halt. Die ganze Lore und sowas. So, ich würde gerne mal nach da vorne hin und gucken, wie das jetzt da aussieht. Nee, gibt viele so kleine Elemente, wo ich mir immer so denke, kann das vielleicht damit zusammenhängen oder so? Wer weiß, ne? Weiß man ja nie. Und ich hoffe, das weiß ich nicht. Also von mir aus könnt ihr gerne noch einen Teil machen, was irgendwie vor BioTV spielt, wo ein bisschen mehr Lore gezeigt wird. Das finde ich auch ganz geil. Ich sage ja am besten irgendwie sowas näher an der Original Timeline. Ja. Soll ich euch mal einen Trick zeigen? Und tot. Saphirschwert. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nehmen wir mal mit. Ich würde gerade sagen, was brennt denn da? Das war die Lagerfeuer, ja. Okay. Baumstümpfen ist meist ein Kork drin, aber diesmal nicht. Leider. So, mein Freund, dir werde ich jetzt erstmal helfen. Oh, okay. Das ist gut. Das ist... Aber ich habe doch nicht so ein Brett. Oder warte mal. Passt das da rein? Nee, das passt auch nicht da rein. Na, es könnte durchfallen. Das drückt er schön zusammen. Schön. Das ist irgendwie so die Lösung für fast alles hier, ne? Boah. Hey. Hey, Biberfleisch. Ja, also bei Donnerblumen, da bin ich, da freue ich mich schon drauf, wenn ich die krieg. Rüber. Okay, wollen wir mal sehen, was es hier so gibt. Vierenkrog? Auch nicht. So, mein Freund. Skippen, skippen, Kartografieturm. Es wärmt zwar ein Leuchtfeuer, aber die Größe und Helligkeit sind wirklich beeindruckend. Nicht für mein Leuchtfeuer, okay. Das kann für- oh. Low FPS. Ja, ich habe schon gehört, dass das wohl bei manchen Dingern so ein bisschen verbuggt ist. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Also sieht schon, okay, das sieht aus der Entfernung jetzt echt nicht schön aus. So, meine Gute. Am Fuße der Hebraberge werden diese geheimnisvollen Objekte entdeckt. Sie haben eine seltsame Form, nicht wahr? Ich habe, ja gut. Geht jetzt um die Konstrukteure. Ich eigentlich auch ein Foto hätte machen können, aber naja. Rostling habe ich. Fallsteine gibt's. Nee? Okay. Ey, hier kann man ein bisschen. Nein, hör auf. Hier kann man ein bisschen viel Zeug klauen. Link ist halt so ein böser Bub.